Hey Leute und willkommen zurück im Schläfertempel bei Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben mit der Mod Die Rückkehr. Ich versuche mich hier gerade noch an einem Schalterrätsel, denn ich glaube, da habe ich in der letzten Folge ein bisschen was verbaut, indem ich einfach mal wahllos irgendeinen Schalter gedrückt habe und ich weiß nicht mehr, welcher das war. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege, beziehungsweise dass ich da die Kombination zurücksetzt. Na. Normal müsste es rot, gelb und violett sein. So, rot. Gelb hätten wir auch. Jetzt noch hier kurz. Eigentlich soll... Ah, okay, jetzt geht's. Alles klar. Jetzt gehen diese zwei Gitter hier hoch und kommen wieder jede Menge Monster. Und hier unten ist auch aufgegangen. Wir gehen aber, denke ich mal... Okay. Zuerst oben lang. Kann ja nicht so schlimm werden. Ah ja, so ein paar Zombies hier. Okay, das war's. Wir sind auch nochmal gestiegen. Auf Level 65. Sehr epic. So, hier hat einer noch nicht genug anscheinend. Oh, wow, wow, das könnte jetzt kritisch werden. Hinten sehe ich nämlich schon untote Orks. Oh. Ganz schön gemeine Situation hier. Okay. Nichts zu holen. Naja, jetzt zieht es aber auch ganz schön hier, in den Gemäuern. Das hört man richtig im Hintergrund. Hat einen ganz schönen Zug drauf, der Schläfertempel. Okay, hier scheint noch zu sein. Aber hier ist ein Schalter. Werden wir auch gleich betätigen. Sobald ich mich ein bisschen aufgeladen habe. Und ich frage mich eigentlich, wo unsere ganzen Mana-Tränke hin sind. Kann doch eigentlich sein, dass ich so wenig habe. Na, aber das wird wohl stimmen so. Okay. Ja, ich sehe natürlich wieder hier nichts wegen der Kameraführung. Das ist sehr gemein irgendwie. Na komm jetzt. Ja, die sind schon noch... Da ist nichts. Eigentlich schon stark, die Leute. Ja, so eine Waffe ist natürlich wieder im Nirvana verschwunden. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Hier leuchtet irgendwas. Magischer Pfeil. Leider habe ich, glaube ich, den magischen Bogen schon gar nicht mehr bei mir. Geweihte Pfeile brauche ich da. Ich habe sogar noch welche. Wir können den ja einfach mal testen. Okay. Dunkel, hell. Die
Frage ist, passiert, ob was passiert, wenn ich es falsch rum mache? Ich sehe auch jetzt hier so keine Zeichen. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Wir nehmen mal erst die helle Seite. Was macht denn bitte schon mein Held da? Er ist gestorben, aber warum? Wieso? Wahrscheinlich kommen da hier Stacheln durch. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Vielleicht hilft das ja. Damit hätte ich mir den Hebel nicht, weil ich glaube, das bringt uns um. So, also von da sind wir gekommen. Haben wir das jetzt gemacht? Jetzt könnten wir uns mit den untoten Orks hier kurz anlegen, dass die weg sind. Oh, die hauen so böse rein, die Viecher, echt. Jetzt einer, komm. Und das halt trotz Rüstung, das ist schon echt deprimierend. Weil ich kann ja nicht behaupten, ich hätte eine schlechte Rüstung im Moment. So. Da mir mein Mana gerade ein bisschen ausgeht, würde ich einfach sagen, das Schaf muss ich auch noch weglegen, würde ich einfach sagen, ich erstmal ein paar Minecrawler zangen, denn die frischen das Mana auf. Okay. Genau. Ich mache das jetzt anders, und zwar wieder mit Magie. Weil anscheinend bin ich ja immer noch so schlecht in dem Spiel. So schlecht mit den Werten, dass ich nicht gegen zwei untote Orks ankomme. Ja, so ist es leider. Boah. Nichts zu holen. Haschwab. So. Jetzt muss ich mal gucken. Natürlich habe ich jetzt wieder kein Mana. Also lange wird das hier nicht gut gehen. Okay. Ja, da hinten ist, glaube ich, so ein Boss. Einer von den Vieren. Wir müssen nämlich vier Stück finden. So. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe jetzt. Oh, war mir das so klar. Moment, läuft es doch ganz gut, aber
er hat ja gerade seinen eigenen Kumpel umgebracht. Das ist natürlich von Vorteil. Jetzt kann ich mich natürlich voll auf ihn konzentrieren. Ciao, Junge. Irgendwie stehe ich in so einer Wolke hier drin. Er heißt Varak Beck, untoter Schamane. Und einen seltsamen Kristall. Summt ein wenig. Hat einen Streifen an der Seite. Okay, das hilft mir echt viel. Nichts zu holen. Hier wird es wahrscheinlich wieder total finster sein. Das kommt noch dazu. Hier haben wir zwar eine Fackel gefunden, aber so wie ich meine Fackel hier verlege, haben wir euch bald keine mehr. Deswegen müssen wir mal ein bisschen ohne Fackeln spielen jetzt. Oh, ein sehr schönes Muster eigentlich. Was haben wir denn hier so drauf? Eine Schatulle, eine schwarze Perle. Das sah mir aus wie ein permanenter Trank. Den können wir gleich mal anschauen. Das war, glaube ich, sogar ein Stärketrank. Werde ich mir aber auch aufheben. Für später. Sozusagen für schlechte Zeiten. Ja, hier eine sehr schöne Höhle wieder, wo hier irgendwas abgebrochen ist, so eine Säule. Ich weiß nicht ganz, was das mal war früher, keine Ahnung. Vielleicht eine Art Tempel. Nichts zu holen. Wo einer der Schamanen immer drin war. Und hier haben wir auch den Schalter, der uns wieder rauslässt. Eigentlich eine miese Nummer mit dem Schalter. Oder mit der Tür, dass die runterging. Okay, das Rätsel wäre erstmal gelöst. Jetzt haben wir aber noch zwei andere Teile aufgehen sehen. So. Hier war das, wo diese Plattformen hier hochgefahren sind. Und hier hat die Kamera uns dann einen Weg reingezeigt. Da sollen wir wohl rein können und auch sollen. Ich werde aber erst hier hochgehen. Ich weiß noch, das war in Gothic 1 eine sehr schwierige Stelle. Denn, naja, man hat halt hier nicht unendlich Platz hier oben. Aber ich glaube, mit Akrobatik geht's ganz gut. Oh je. Ach komm, ich kann noch zwei schaffen, oder? Aber nicht, wenn wir uns umkreisen lassen. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, da hilft es mir auch nichts. Heiliger Gesandter, dass du hier irgendwie so einen Heilungszauber da noch machst. Der hat mir gerade nicht viel geholfen. Ach du Heilige! Das ist ja mal echt interessant. Das ist sehr interessant. Ich habe gerade einen untoten Ork mit einem Pfeil erledigt. Und ich glaube, dieser Pfeil macht noch weitaus mehr Schaden, als dass er bei diesem Ork überhaupt anzeigen kann. Ja, vielleicht wäre es doch gar nicht schlecht zu lernen, magische Pfeile herzustellen. Denn so schlecht ist das gar nicht. Ich werde das bestimmt noch mal kurz laden, wahrscheinlich. Und jetzt hat er eine ganz ungünstige Position eingenommen. Da hilft ja auch alles Untote sein, nichts. Jetzt bist du tot. So. Ich werde das aber nochmal schnell laden. Deswegen frage ich mich, warum ich das Zeug überhaupt aufsammle. Denn ich will gucken, ob das auch bei diesem Obermacker funktioniert. Ah, das geht ja auf jede Entfernung. Egal wie weit man mit dem Bogen ist, wahrscheinlich. Das ist ja echt, echt heftig. Ah, jetzt habe ich leider nichts, wo ich das testen kann. Einfach mal kurz. Das bei so einem großen auch klappt. Bin mir gespannt, ob das bei so einem auch geht. Nur so rein Interesse halber. Nee. Na okay, gut, Leute. Genug rumgespielt. Ich würde sagen, einen können wir uns leisten zu töten. Okay.
Na, das werde ich eh nochmal laden. Ich will nur kurz gucken. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Pfeile habe ich eigentlich am Anfang? Das ist halt die gute Frage gerade. 5. So. Aber was macht denn der da immer, dieser hässliche Held? Echt, das glaube ich jetzt nicht. Soll ich jetzt verarschen? Naja, es gibt auch Tage, da klappt einfach mal gar nichts. Das muss dazugehören. Ich glaube, ich weiß, was so viel Mana verbraucht. Das ist das ständige Hochheilen bei mir. Das frisst, Leute, das frisst. Nochmal, oder? Ja, komm. Hau nochmal eine rein. Okay, ich glaube, hier war nichts mehr, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass hier drin sogar einer von den Großen wieder ist. Ich werde das mal schnell testen. Oh, wir haben schon wieder viel zu viel gespeichert, diese Folge. Ja, das sieht mir so aus, als ob hier wieder einer von den Großen rumsteht. Das ist so ein Zeichen, wir sollen auf irgendwas schießen. Natürlich liegen zufällig dann Pfeile rum. Leider liegt hier kein Bogen rum. Jetzt kann ich es doch testen sogar. Wow, wow. Das wird knapp, Leute. Irgendwie kann der mir so nichts tun. Das ist natürlich sehr schön. Okay. Ich werde das nochmal speichern. Und dann probieren wir mal, ob die Pfeile bei dem auch wirken, bei dem Großen. Allerdings... Ja, es funktioniert, aber ich glaube, wir brauchen das nicht. Wir werden uns die noch gut einteilen, die Pfeile, falls wirklich mal eine schwere Stelle kommt. Ich meine, ganz ehrlich, die Stelle ist ja bestimmt nicht gerade schwer hier. Ihr seht schon. Wahrscheinlich auch jetzt... Weil ich jetzt ein bisschen was geladen habe. Also nochmal geladen habe von vorne. Nichts zu plündern. Das wird auch der Grund sein, warum er jetzt... nichts tun konnte. Und jetzt werde ich natürlich nicht diesen Bogen nehmen. Wir nehmen gleich mal den Drachenbogen. Der verschießt aber schon normale Pfeile, oder? Weil er gerade auch so ein komisches Aufschaltgeräusch macht. Ich habe einen magischen Pfeil und 4 geweihte Pfeile. Okay. So. Genau, muss nämlich zweimal drauf schießen. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Weil sonst macht man nur die Tür auf und fällt dann auf diese Stacheln drauf. Wir sind dann natürlich besser vorbereitet. Okay. Ah, hier ist ein Schalter gewesen. Wahrscheinlich für die Tür. Den habe ich jetzt so gar nicht gesehen, weil es hier einfach viel zu dunkel ist. Hier liegt noch ein schwerer Zweihänder rum, eine Spruchrolle und das war's. Dann gehen wir wieder hoch. Nichts zu holen. Okay. Damit haben wir auch schon den zweiten Boss. Sehr gut. So, was waren hier gestanden? Nochmal zwei von den untoten Orks. Pfeile, das ist schon echt übel. Okay, wir müssen sogar wieder oben anfangen zu speichern, weil ich schon so viel gemacht habe. Wir sind noch nicht am Ende des Let's Plays. So, ich werde die trotzdem mal so probieren. Nur wenn ich jetzt draufgehe und keine Lust mehr habe, werde ich den Pfeil wahrscheinlich nehmen. Oder wenn es sich dann weiter so anstellt. So. Natürlich schon schwach, dass wir nichts mehr haben, um unsere
Ausdauer zu regenerieren. Das ist echt sehr schlecht eigentlich. Ach, das ist doch blöd. Mein Mana geht mir auch bald aus. Ich sollte dringend irgendwo in Korinis oder demnächst mal wirklich wieder was holen davon. Sonst wird das garstig enden für uns. Okay. Ja, ich habe diesen Minecrawler-Gang da unten noch nicht vergessen. Wir haben ja gesagt, wir gehen erstmal hier oben lang. Ist halt nicht ganz so linear, wie das hier läuft. Ein bisschen verstrickter ist das hier. Da ist nichts zu holen. Okay, dann gehen wir mal runter. Und jetzt müsst ihr hier gleich... Ich guck mal, ob ich sogar den Minecrawler erwischt mit Mora Olatu. Das ist ja natürlich sehr gut. Dazu sollte man allerdings auch einen Minecrawler finden. Ich kann mir vorstellen, dass diese Höhle genau auf die andere Seite jetzt führt. Auf jeden Fall haben wir einen Warrior. Nichts zu plündern. Okay, wo kommen wir jetzt hier raus? Ah, hier ist echt richtig finster hier unten. Also ich sehe selber kaum was, muss ich dazugeben. Das ist ein bisschen nicht so gut. Ah, das war jetzt dieser Gang, alles klar. Ich schätze, wenn man da jetzt lang geht, kommt man wieder zurück. Ja. Da kommt her. Ab und zu will mich der Held echt wirklich verarschen. Verstehe es ab und zu echt nicht mehr. Da ist nichts zu. Fragt am besten nicht, warum ich mich wieder aufrege. Es ist einfach nur. Es hängt halt einfach immer die ganze Zeit. Ich habe keinen Plan, warum. Und ja, ich hatte schon meine andere Tastatur hier auch dran. Daran liegt's nicht. An der Tastatur liegt's nicht. Es muss an der Gesamtkonfiguration einfach liegen. Ist mir auch egal. Sonst wäre es ja zu einfach, sage ich mal. So, wir könnten Zendiak noch mal kurz rufen. Ich glaube aber nicht, dass er Zeit hat. Der ist, glaube ich, gerade ziemlich beschäftigt. Und ich habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich gesucht habe. Genau, ich wollte uns mal wieder... wollte anderes Licht jetzt einfach machen. So. Weil das mit dem anderen Licht ist nicht ganz so optimal, glaube ich. Jetzt leuchtet zwar alles blau, aber... Okay, hier oben sind eindeutig Orks, das hört man. Frage... Ah, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ich glaube, ich weiß es. Ah, da brauche ich, glaube ich, jetzt meinen heiligen Gesandten das erste Mal. Das wird nämlich jetzt nicht leicht. Ich hatte hier oben mehr Orks in Erinnerung. Okay. Ah, okay. Ich wusste es doch. Da ist nur festgehangen. Wahrscheinlich hätte ich es sogar ohne den Pfeil geschafft jetzt. Aber wir nehmen das jetzt einfach so hin. Ich habe jetzt keine Lust mehr neu zu laden. Da ist nichts zu holen. Dafür werde ich mir eure Waffen holen. Nichts zu holen. Mir ist egal. Die andere kriege ich sowieso schon wieder nicht. Oder sie ist hier irgendwo runtergefallen schon. Nein, ist sie nicht. Na, egal. So, dann schauen wir uns doch mal ein wenig um hier, was das hier so gibt. Ah ja,
Die Stelle kenne ich noch aus dem ersten Teil. Hat sich im Grunde von der Architektur und von der Texturen hat sich nichts geändert. Sieht immer noch wirklich gleich aus. Und hier war, glaube ich, auch mal ein Dämon oder so. Vielleicht täusche ich mich auch gerade, aber ich meine, da war irgendwo noch ein Dämon. Ah, die Biester halten halt extrem viel aus. So, was bist du da? Normaler? Du bist ein normaler untoter Ork? Okay. Oh je, oh je. Jetzt habe ich mich selber in eine Falle gelockt hier. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich schon wieder einen Pfeil verschwenden wahrscheinlich. Lass mal probieren ohne. Könnte klappen sogar. Ja, das sieht sehr gut aus. Nicht mal eigentlich annähernd irgendwas verloren, das ist ziemlich gut. Aber das waren, glaube ich, noch nicht alle Biester, die es hier gibt. Da gibt es noch mehr. Ich glaube, hier in dem Eck lauern noch jeweils zwei Stück. Aber ich glaube, es wird definitiv hier einen Dämon geben noch. Da bin ich mir schon fast ziemlich sicher, denn dieser Schalter hier steht hier nicht umsonst. Hier gibt es drei Schalter, okay. Muss man echt erstmal gucken, ob es da eine bestimmte Reihenfolge gibt oder ob man die... Was ist denn hier los? Ob man die einfach drücken kann, wie man lustig ist. Aber wir untersuchen erstmal das hier. Ob es vielleicht noch irgendwas gibt, was wir brauchen können. Nein, ich glaube nicht. Dann fange ich mal gleich mit diesem Schalter hier an. Und wir gucken mal, was passiert. Ah ja, natürlich. Allerdings hängt der Dämon gerade ein bisschen. Ich kann nur echt froh sein, dass wir mittlerweile so gut gegen diese Biester ankommen. Sonst würde das hier zu einem echten Problem führen. Da wird, denke ich mal, mit dem zweiten Schalter wieder ein Dämon kommen. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? So ein Dämon ist doch ganz lustig ab und zu. Jetzt hoffe ich, dass mit dem Drücken dieses Schalters auch mal was anderes passiert, außer nur Dämonen. Und unser Licht neigt sich auch dem Ende zu. Das würde dann auch genau passen. Jetzt ist das Licht gleich aus. Und der Obermarker kommt. Au, 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 au. Jetzt casht er mich wahrscheinlich. Das war's. Okay. Da muss ich jetzt schnell gucken, wie ich das mache. Ja, das lasse ich natürlich nicht gelten. Da habe ich wohl gegen den Schalter geschossen. Und zwar mit vollen zwei Pfeilen. Er hat jetzt seinen eigenen Ork umgebracht. Das ist natürlich wieder typisch. Okay, Leute, ihr könnt noch zugucken, wie ich diesen hier platt mache. Und dann muss ich leider schon wieder sagen, tschüss, tschüss und bis zum nächsten Part. Denn das wird sich noch ein bisschen ziehen, aber den kriegt er noch in voller Länge. Wenn der Held sein Schwert mal zieht, was ist denn mit dem nicht in Ordnung eigentlich ab und zu? Naja, hat auf jeden Fall noch geklappt. Ich glaube, man merkt, dass die stärker werden nichts auch. Zu plündern. Kam mir zumindest zuvor, dass der etwas stärker war. Da ist nichts zu holen.
holen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part und mit hoffentlich mehr Licht.